Aber erstmal Musik aus Schweden hier bei MDR Kultur, was ja nun wirklich nichts mehr Exotisches hat, jedenfalls nicht, wenn Sie uns hören. Jazzsängerinnen von dort sind regelmäßig bei uns im Programm. Rigmor Gustafsson, Victoria Tolstoy oder auch Nils Landgren, der berühmte Jazz-Trompeter. Diesen Sound kennen und schätzen wir, aber jetzt wird es ja ein bisschen anders. Wir bleiben in Schweden, aber suchen nach den traditionellen schwedischen Liedern, auch auf Schwedisch gesungen, und finden sie in Dresden. Deutsche Musiker, die sich dafür zusammengetan haben und jetzt ein Weihnachtsalbum rausgebracht haben. Julvisor heißt die Band. Ein sehr vielfältiges Album, bei weitem nicht nur traditionelle schwedische Lieder, sondern noch sehr viel mehr. Katrin Engelhardt hat die Musiker getroffen. Es gibt diese Sehnsucht, auch bei den Deutschen, dass wir was Schönes zu Weihnachten sich anschauen wollen, was Kulturvolles. Vielleicht nicht das, was wir letztes Jahr gehört haben, immer nur Kreuzchor, weil es auch sehr schön ist. Das kann ja auch mal exotischer werden. Zum Beispiel mit einem Weihnachtslied aus Schweden. Ternans Visa, eines der Lucia-Lieder, die beim schwedischen Lichtfest gesungen werden. Michael Gramm ist Schlagzeuger und Percussionist bei Julvisor, was auf Deutsch ganz einfach Weihnachtslieder heißt. Er und seine vier Bandkollegen, allesamt Wahldresdner, kennen sich schon aus der Musikhochschule. Alle sind gestandene Musiker, um die 40 Jahre alt. Sie spielen mehrere Instrumente und sind, neben Julvisor, noch in anderen Bands aktiv. Die 12 Lieder ihrer neuen CD mit dem Titel Winternat, Winternacht, kommen aus Norwegen, Schweden und Island. Manchmal auf Umwegen, sagt Sängerin Christina Luther. Also es sind ursprünglich schon Volkslieder, also Weihnachtslieder, die entweder traditionell skandinavisch sind oder zum Teil auch aus Deutschland viel nach Skandinavien geschwappt sind und dort auch gesungen werden seit vielen Jahren. Also auch in den Kirchengesangbüchern inzwischen dort stehen. Engler, Kor, Frau Hina, hört. Doch die Dresdner singen diese Lieder nicht einfach nur nach. Sie arrangieren sie neu und geben ihnen ein modernes musikalisches Gewand. Mal bestechen die Lieder durch filigrane Schlichtheit, mal durch große dramatische Spannungsbögen. Krishan Küpke spielt Gitarre und die indische Sitar. Meistens ist es so, dass einer im Internet oder auch auf CDs nach Liedern sucht, nach volkstümlichen Liedern, die aus Skandinavien sind. Und dann hat einer eine Grundidee. Zum Beispiel wird dann aus einem Viervierteltakt mal ein Dreivierteltakt. Oder wir gucken halt, dass eine eher liebliche Stimmung dann irgendwann gebrochen wird und dass es halt ziemlich laut und rabiat zugeht. Und dann gibt es auch Improvisationsteile. Dabei fließen ganz unterschiedliche Stilrichtungen ein. Jazz, Folk, Weltmusik, sogar Latin Pop. Jeder der fünf bringt seine musikalischen Vorlieben ein. Und so bekommt das Lied von der isländischen Weihnachtskatze, der Jöla Kötterin, die die Kinder frisst, wenn sie nicht artig sind, bei Julvisor eine indische Note mit Sita und wildem Getrommel. Die Kötterin Marde gekommen, Julvisor bearbeitet diese traditionellen Lieder fast schon ein bisschen schamlos, sagt Guido Richards. Er singt und spielt Kontrabass, Drehleier und die irische Rahmentrommel Bauran. Und wir sind dadurch, dass es eben nicht genau unsere eigenen Weihnachtslieder sind, haben wir keine Beißhemmung. Also wir sind frei von diesen Affekten, das kann man jetzt damit nicht machen, wir können alles damit machen. Mit eigenen deutschen Weihnachtsliedern wäre das, glaube ich, viel schwieriger. Zu jedem Lied steht im CD-Begleitheft eine kurze Geschichte. Man erfährt, woher es kommt und worüber es erzählt. Und dabei wird schnell klar, auch wenn es skandinavische Besonderheiten gibt, wie die kinderfressende Weihnachtskatze in Island oder die schwedischen Lieder über den Stallknecht Staffan, inhaltlich sind sie nah dran an deutschen Weihnachtsliedern. Es geht darum, dass das Licht wiederkommt. Es wird von der Geburt Jesu erzählt und einfach darüber, wie schön Weihnachten ist. Egal, ob in den Weiten einer nordischen Winternacht oder im Elbtal in Dresden. Und vielleicht auch noch ein bisschen schöner mit Julvisor oder Julvisor, wie wir gehört haben. Weihnachten also
skandinavische Weihnachten von Dresdner Musikern ganz neu interpretiert. Katrin Engelhardt hat die Musiker für uns getroffen. Die sind heute Abend 20 Uhr, also in knapp 3 Stunden, in Magdeburg zu erleben, im Moritzhof. Und dann nächste Woche vom 20. Dezember bis zum 22. an 3 Abenden im Projekttheater in Dresden. Und weil wir hier so sehr in weihnachtlicher Stimmung sind, verlosen wir 2 Exemplare Ihres aktuellen Albums Winternat. Rufen Sie an 0800 5599 884 0800 5599 884. Julvisor, Stuff Van Sie Waren heißt dieses Lied. Stuff Van Waren, Stalle Dreng, Stalle Dreng.